Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf der Spielwarenmesse und ich bin jetzt in der Startup-Area nochmal und das sind Startup-Unternehmen. Da gibt es hier eine Firma namens Mint Masters und das ist hier der Michael Denk, der Inhaber dieser Firma. Warum heißt die Firma Mint Masters? Mint Masters kommt vom MINT, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie, das mittlerweile auch in den Schulen angekommen ist und den Kindern diese Fächer mehr beibringen soll. Und Sie haben sich jetzt das Thema Drohnen zur Aufgabe gesetzt und haben hier einen Drohnenbausatz. Ich habe das gestern das erste Mal gesehen, bin neugierig geworden und das erinnert mich jetzt ein bisschen an Fischertechnik. Sind die Teile irgendwie geklont oder sind das Originalteile? Das sind original Fischertechnik-Teile, es erinnert mich nur daran, es ist sogar echt Fischertechnik. Hat den Vorteil, es gibt eine feste Verbindung im Gegensatz zu anderen Systemen und reicht damit auch, um wirklich mit der Drohne fliegen zu können. Und das ist dann ein Drohnenbausatz, nicht für den Privatmann, sondern eher für Schulen gedacht? Genau, die kommen dann in einer großen Box, da kommen 6 Drohnen rein, ist alles drin, was zur Drohne dazugehört, kann dann zusammengebaut werden. Und dann kann damit geflogen werden. Können wir uns mal die Komponenten anschauen? Können Sie uns das mal erklären, was jetzt genau da alles was ist? Herz der Clara ist im Grunde genommen die eigentliche Intelligenz. Da ist der Flight Controller drin. Das kommt alles schon fertig. Oben sieht man jetzt hier ein GPS. Darauf kommt dann die Abdeckhaube, die das Ganze dann auch robust macht. Und das Ganze setze ich dann auf den eigentlichen Rahmen drauf, mit dem ich dann mit Fischertechnik teilen mir meine Clara zusammenbauen kann. Dann habe ich da die Verbinder, die Schrauben, mit denen man es fixieren kann. Das heißt, das ist dann auch relativ stabil und fest? Genau. Äußerst robust, hält einiges aus. Und diese Kopfform, das ist irgendwie so ein Denkrobotergesicht. Und wie kam es zu dem Namen Clara? Clara kommt daher, wir kommen aus dem Ort Welzow im Süden Brandenburgs. Und bei uns gibt es die Grube Clara. Ach, deshalb dann hier so ein Foto von der Braunkohlegrube. Genau, das ist direkt die Braunkohle bei uns in Welzow. Das heißt, weil Sie hier beheimatet sind, da gab es einen Ideenwettbewerb, wie nennen wir unseren Flugroboter oder unsere Drohne. Und dann haben Sie sie einfach Clara genannt. Mhm. Genau. Und ich fliege die dann klassisch normal per Fernsteuerung oder kann ich das auch automatisieren? Oder was kann ich da alles jetzt spielerisch lernen? Ich kann das klassisch mit der Fernsteuerung steuern. Ich kann das aber auch über WLAN mit dem Handy steuern oder auch mit dem PC. Und dort kann ich wie bei den professionellen Drohnen auch Flugmissionen einprogrammieren und sie dann auch quasi automatisiert fliegen lassen. Und habe zusätzlich auch die Möglichkeit, hier mit Scratch, gerade für die Kinder, können sie mit Blockbausteinen die Drohne programmieren und ihr verschiedene Aufgaben geben. Und wenn ich jetzt nicht manuell reinfliegen will, kann ich auch dann mit Unterstützung irgendwie automatisch Fluglage stabilisieren oder sonstiges? Genau, für draußen haben wir GPS, dann hält sie einfach die Position, sobald ich die Sticks loslasse, passiert nichts, kann auch automatisch zurückkommen. Und für drinnen haben wir einen Optical Flow, das haben wir hier. Das ist eine kleine Kamera und ein LiDAR-Entfernungsmesser und über den kann die Bewegung erkennen und kann dann auch indoor die Position halten. Das heißt, ich kann dann sagen, die soll jetzt auf einem Meter bleiben oder 1,20 Meter oder sonst wie. Die hält die Höhe und auch die Position relativ und das erleichtert es dann gerade den Anfängern, damit zu fliegen. Und der Fernsteuerempfänger, der dann da in diesem Modul mit eingebaut ist, ist das dann irgendein standardisierter, ein fester Standard, was die Kompatibilität angeht? Kompatibilität können wir jeden Empfänger eigentlich einbauen, den es so auf dem Markt gibt. In dem Fall ist jetzt einfach nur von einem Hersteller einer drin. Und wir sind da aber offen. Generell ist die Software darauf ist Open Source. Dementsprechend Erweiterung ist überhaupt kein Problem. Und den können wir dann auch mal jetzt fliegen lassen? Den können wir auch fliegen lassen. Super. Schauen wir uns das mal an. Das ist jetzt hier eine Standard 2,4 GHz Fernsteuerung. Genau. Da müssen wir einmal in die Ecke gehen. Der wiegt 250 Gramm knapp.
In dem Fall jetzt sind wir ein bisschen schwerer, da sind wir bei 330 Gramm. Mhm. Mit dem kleinen Akku sind wir unter 250 Gramm. Mhm. Dementsprechend ist da auch das Fliegen draußen rechtlich sehr einfach. Und innerhalb des Gebäudes ist ja die Gewichtsklasse genau, da, gar kein Problem. Da gibt es kein Luftrecht, das ist nicht der öffentliche Luftraum. Also in dem Falle fliegen wir jetzt ganz manuell. Genau, sie hält die Höhe von alleine, aber die Position fliege ich manuell. Also die Höhenlage, Stabilität auch ohne dieses LIDAR funktioniert dann auch das schon. Das ist über ein Barometer, das funktioniert ungefähr, es driftet immer so ein bisschen ab. Deswegen sie fliegt ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Also grundsätzlich hält sie ungefähr die Höhe. Und von der Betriebszeit her, wie lange kann ich fliegen? Jetzt mit dem größeren Akku wahrscheinlich. Mit dem größeren Akku kann ich 15 bis 20 Minuten fliegen. Mhm. Mit dem kleinen bin ich dann so bei 8 bis 10 Minuten. Gut, und Outdoor kann man dann wahrscheinlich Kunststücke auch fliegen. Der kann also wirklich dann überschlagen genau. Und so auch schon. Ich habe alle Flugmodi, die es so in dem Multicopter-Bereich gibt, auch so für Racing, kann ich alles machen. Gut, dann schauen wir uns noch dieses Lehrset mit den 6 Drohnenbaukästen an. Genau, dann gehen wir einmal rüber. Das heißt, das ist eine Transportkiste dann speziell jetzt für Schulen genau. Oder für Hochschulen gedacht? Genau, dass man gleich ein Set hat. In dem Fall hat man 6 Drohnen drin. Da sind die Drohnen komplett schon mal drin. Ich brauche dann nur noch ein bisschen Zubehör, Ladegeräte, die sind dann extra. Aber ich habe kompakt alles in einer Box und kann auch direkt sehen, ist alles drin in der Box. Ist das Set vollständig. Und das Unternehmen gibt es jetzt seit Sommer letzten Jahres, Sommer 2023, als Startup-Unternehmen. Haben Sie schon ein paar Schulen oder Unis, bei denen so Projekte schon laufen? Nein, noch nicht. Wir sind jetzt dabei, die ersten Claras testweise rauszugeben, planen im Laufe des Jahres, sie dann wirklich zu veröffentlichen und in die Breite rauszugehen. Gut, und dann gehören da auch zum Lieferumfang gehören dann auch Fernsteuerungen dazu, in dem Fall einfache wahrscheinlich. Genau, je nachdem. Gerade für die Kinder, welche die etwas kleiner sind, ist von der Funktionalität genauso wie die Großen auch. Ist die gleiche Software drauf. Ist aber halt für die Kinder leichter mit den kleinen Sticks. Und die Programmierung, das haben Sie ja vorhin schon mal ganz kurz gezeigt, das haben wir hier dann nochmal genau. Etwas ausführlicher hier mit dieser bildorientierten Sprache. Genau, das ist Scratch, ist so ein allgemeines basiertes Programmiersystem. Und das kann man erweitern, damit man damit auch eine Drohne steuern kann. Und wir haben jetzt eine Erweiterung gemacht, dass man klarer sagen kann, sie soll starten, sie soll nach vorne fliegen, nach links, rechts. Und man kann das einmal in der Simulation ungefähr sehen, was passiert denn. Ach, das heißt, bei dem Ganzen simuliert, was er für einen Ablauf macht. Genau, dass ich es einmal vorher prüfen kann. Und wenn ich es dann wirklich mit Clara in echt ausführen möchte, dass ich da nicht völlig überrascht bin, weil sie plötzlich ganz was anderes macht. Das heißt, ich sehe hier wirklich dann meine Programmierbausteine der Reihe nach in dieser Simulation. Genau. Und wenn ich meine, es funktioniert, dann wird es in der Regel tatsächlich auch funktionieren. Genau. Und wenn nicht, drückt man auf Abbrechen und dann draußen kommt es einfach auch komplett zurück. Drinnen kann man ja auch sagen, lande einfach. Das ist alles recht einfach gemacht. Gut, dann bedanke ich mich bei Michael Denk für die Vorstellung von Clara und wünsche viel Erfolg mit dem Projekt. Dankeschön. Dass das hier richtig vernünftig losgeht, dass das hier bei Schulen vor allem einschlägt, damit hier unsere Kinder mal das Programmieren schon lernen. Ich bedanke mich. Dankeschön.